Oh, you've been at it on this PC. Got any antivirus software? Hallo zusammen und willkommen bei McRife spielt Grand Theft Auto 5. Und willkommen zurück im Story-Modus von GTA 5. Schön, dass ihr dabei seid. In der letzten Mission, ja, haben wir den Tennislehrer, der unsere Frau gevögelt hat, mal eben vom Balkon eines Hauses geholt, das leider nicht ihm gehört hat und für das wir jetzt 2,5 Millionen Dollar auftreiben müssen, wie auch immer. Dafür hat Michael seinen alten Kumpel Lester angerufen und gerade haben wir noch eine SMS von seiner Frau Amanda erhalten, die schreibt: Ist es noch zu früh, um Tennis zu erwähnen? Fragezeichen. Ich schätze, ich werde so schnell keinen neuen Tennistrainer bekommen. Daher brauche ich jemanden zum Spielen. Befürchte, meine Schlägerhaltung lässt nach. Das ist wohl eine Aufforderung, dass wir uns mal eine dieser Freizeitaktivitäten in Los Santos schnappen, in dem Fall das Tennis spielen. Da gehe ich vielleicht in einem anderen Video drauf ein. Wir begeben uns jetzt auf jeden Fall erstmal zur nächsten Michael-Story-Mission. Ja, und wir haben die Wahl, entweder zwischen einer Michael-Mission im Norden der Karte oder die Hauptmission bei Lester. Und ich würde sagen, um dem Hauptstories-Strang ein bisschen weiter zu folgen, fahren wir zu Lester, den Weg dorthin schneide ich kurz und wir sehen uns dort. Währenddessen schreibt uns unser neuer Kumpel Martin, Kumpel in Anführungsstrichen: Michael, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wird's echt übel. Löschen. Das geht schief. Ah, das ging gut. Und irgendwo hier wohnt Lester. Halt, da war eine Einfahrt. Schöne Wohngegend, hä? Sehr idyllisch. Da ist man unter sich. Ja, sorry, ich fahre noch nicht so lange Auto. Ich habe das noch nicht so unter Kontrolle. Lester, alter Kumpel. Wo wohnst du? Hier ist das L. Ah, das L ist weiter links, ne? Wahrscheinlich dann in der Bude. Klopf, klopf. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. Then you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days.
Ich würde vorschlagen, wenn es jetzt sonst nichts extrem Spannendes auf dem Weg dahin gibt, schneide ich den Weg und wir sehen uns gleich im nächsten Missionsabschnitt. Bis denne. Und da sind wir. Und engagiert mich am besten nie als Fahrer. Ich würde mich selber auch nicht engagieren. So, was ist denn mit meinen Netzwerkfunktionen? Egal, brauche ich auch nicht. Irgendwas passt da nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Holy hell! Suburban. Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? All right. Kauf dir passende Kleidung. Eine Weste. Drücke Steuerkreuz rechts, um dir die was? Die Gillets? Die Gelees anzusehen? Alles klar. Wie wär's mit Weste? Kosten alle 120 Euro? Nee, Dollar. Na gut, dann nehmen wir das McRife typische Blau. Gegenstand ausgerüstet. Und ich soll mir noch, was hat sie gesagt? Ein paar Hosen holen. Footwear. Ach nee, doch nicht. Reicht schon. Alles klar. War ein komplettes Outfit. Begib dich zu den Büros von Life Invader. Das ist die Facebook-Version in GTA 5. Ein cooles Auto steht auch noch da. Leider schon ein bisschen lediert. Den Weg dorthin schneide ich wieder. Und da sehen wir uns gleich. I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? They just gonna let me in? Fine. Geh zum Hintereingang. Das kriege ich gerade noch hin. Oh, da ist der doch glatte Rucksack aufgefloppt, mit dem er ganz lässig hierher gefahren ist. Ein richtig schickes Geek-Outfit. Life Invader. Klopf, klopf. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. I T-Temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Folge dem Programmierer. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The brief was for a relaxed, creative individual, the kind that preferred a beanbag over a real chair, but if you're so... Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem.
Ah, you've been at it on this PC. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW. Benutze L, um die Maus zu bewegen, und klicke mit X. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups. Lese die Pop-ups, um die Verknüpfung zum Antivirenprogramm zu sehen. Ah, ist ja auch geil. Und die Fenster floppen immer wieder auf. Ja, wir im wahren Leben, ne? Das ist der Drucker, gesammelte Nutzerdaten. Ah, ist ja ein Spaß. Das ist mein Tutorial, aber vom Allerfeinsten. Arbeitsplatz. Anteater, ist es das? Ah, won't run with the pop-ups up. Might be why I get all these migraines. Seriously, it must be. Alle schließen? Bear with me, all right? Und dann auch noch mit dieser extrem präzisen. Your job is actually kind of stressful too, ain't it? Controllersteuerung, ist das ein Spaß? Das ist ein richtiger Spaß. You want a massage? Cause my hands are free. They gotta send me on another one of those seminars. And we scan. Scanning. Ja, das war meine Aufgabe für einen echten IT-Spezialisten. Give me a second, will you? Entfernen. And that should do it. Flup. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. When we go mold it, we'll be able to... Verdrahte den Prototypen. That's so cool. Tip, tip, tada. Ich gehöre hier hin. Ich arbeite hier genauso wie ihr. Und hier ist der Prototyp. Schön, dass der einfach so offen am Schreibtisch herumliegt. Verlasse das Gebäude, den Rucksack lassen wir natürlich liegen, da das keinem auffällt. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Bye. Einem wichtigen Meeting aus. Was macht der Typ? Der ist Pantomime im Zweitberuf, alles klar. Ja, wohl alle ein bisschen einer in der Klatsche. Sit. Foot bang, dig fast. Ow! Come on, you're gonna have to learn the foot bag if you want to get a job here, okay? Follow me. Okay. Also ist ja wirklich schön, das könnte man sich ja teilweise stundenlang angucken. Diese kleinen Diskussionen zwischen den computergesteuerten Charakteren und die Anspielungen auf echte Charaktere, Firmen und so weiter. Das ist echt nett. So, jetzt muss ich nur aus dem Gebäude wieder rauskommen. Hier ist der Haupteingang. Servus. Nett, vielen Dank. Schau dir die Eröffnungsrede in Michaels Haus an. Alles klar, ich suche mir einen fahrbaren Untersatz und wir sehen uns gleich bei Michael zu Hause. Lester, the things in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, phone is ringing. They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. People in glass houses shouldn't throw stones. None of which interests me. Hey. I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Whatever you say, enjoy yesterday. Fuck this dude, I'm calling 5-0. Hello? Psycho! All right, here we go. Ui, ist der schnell. Ja, leck mich fett. Whoa. Oh. Too fast for me. Wo müssen wir eigentlich hin? Zu Michael nach Hause, aber ich Idiot habe jemanden überfahren und habe die Bullen in der Backe. Das ist natürlich ganz intelligent.
Ich markiere trotzdem schon mal Michaels Haus. Und wir müssen erstmal die Bullen abschütteln. Alles klar. Ja, das Auto sieht auch schon aus wie Sau. Und wir sehen uns gleich. Wir gehen ins Fernsehen. Wir gehen ins Wohnzimmer. Oh mein Gott, you guys are so lame! No, I'm watching Fame or Shame! The fucking tits! No! Give it up! You guys are going to the final! Mime's on fire! What a talent! I have never seen someone set fire to their crotch before! Ja, das ist mein Fernseher, hä? Benutze L, um den Kanal zu wechseln. Benutze L nach oben und unten, um die Lautstärke zu regeln. Drücke die Touch-Taste, um die Perspektive zu ändern. Recorded live from the Vinewood Bowl. Who will win it all? Who will humiliate themselves in front of the world? Find out tonight on... Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jay Norris to the stage. Warte, bis Jay Norris den Telefonprototypen herausholt und ruf ihn dann an. Tja, eine verblüffende Ähnlichkeit zu Mark Zuckerberg, domination. We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, sehr schön. It's revolutionary! Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile device. Yes, we have invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home. And at the same time, you're docking with some kids at the public pool. We went to the guys at Fruit Computers, and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. But you know what? They're not interested in sharing their technology. So we went and made it compatible anyway. Now you can dock your Life Invader to an iFruit phone or any other device. And it'll take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly information. Ja, es ist zu schön, aber wir sollen ja auch anrufen. Dann werden wir das jetzt mal machen. Jay Norris. Oh, hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Hello? Oh! Whoa! Oh, Jesus! Whoa! What the? Whoa! Yeah. Harter Tobak. Mission bestanden. Freundschaftsanfrage. Abgeschlossen mit 50%. Na, das ist ja richtig erbärmlich. Keine Pop-ups. In 1 Minute und 36 und eine Missionszeit von 20 Minuten. Na gut, ist ja auch egal. Schön, dass ihr trotzdem durchgehalten habt und bis jetzt dabei seid. Wir telefonieren nochmal kurz mit Lester. Lester! That was heavy! Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. Alright. Hey, about that other thing. You know, the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. And I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look.
Alles klar, somit ist die Mission jetzt auch tatsächlich abgeschlossen. Lester schickt uns noch einen Link zum Los Santos Aktienmarkt. Ein ziemlich cooles Feature in GTA 5, weil wir eben auf Aktienkurse wetten können, aber auch Aktienkurse manipulieren können. Ein ganz einfaches Beispiel. Wir kaufen uns Aktien der einen Airline, gehen zum Flughafen und jagen die Flugzeuge der anderen Airline hoch und schon steigt der Kurs. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Den findet ihr hier unten, außerhalb des Videos. Weitere Aufnahmen von GTA 5 findet ihr in der hier verlinkten Playlist. Wenn ihr weitere Let's Plays sehen möchtet, kann ich euch zum Beispiel Alien Isolation empfehlen. Sehr cooles Spiel. Ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch auf meiner Kanalseite. Und wenn ihr up to date bleiben möchtet, dann abonniert doch am besten meinen Kanal. Da würde ich mich noch mehr freuen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Euer MacRalph.